Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Michael, dass wir eingeladen wurden, hier nach Budweis mit unserer Ausstellung, beziehungsweise hier auszustellen. Wir sind ja schon viele Jahre dran und jetzt freut es mich sehr, heute hier zu sein. Vážené dámy a vážení pánové, jsem velice rád, že jsme byli pozváni uspořádat tuto výstavu nebo mít možnost ukázat tuto výstavu v Českých Budějovicích, protože vlastně jsme na tom teda pracovali delší dobu a teď jsme dostali tuto příležitost. Ja, natürlich in seinem wunderschönen Raum habe ich noch nie einen Vortrag gehalten. Musím říct upřímně, že na tak krásném místě, v tak krásném prostoru jsem dosud ještě žádnou přednášku neměl. Ja, wir lieben Kirchen. Wir wollen auch einmal eine bauen. Milujeme kostely a rádi bychom také někdy nějaký postavili. Ja, und jetzt geht es eigentlich um unsere Ausstellung und wir werden in der Ausstellung dann sehen, 5 gebaute Projekte, die schon gebaut sind. Na výstavě budete mít možnost se seznámit s 5 projekty, které už byly realizovány. Und 4 Projekte, die jetzt in Planung sind. Die werden jetzt 4. A potom se 4 projekty, které jsou teprve naplánovány. Also das sehen wir jetzt dann in der Ausstellung und über die werde ich heute sprechen. Über diese Projekte werde ich heute erzählen. O těch projektech budu dnes vyprávět. Něco vám o nich řeknu. Wunderbar. Dann beginne ich gleich. Ich werde ganz kurz über unser Büro sprechen. Takže začnu. Něco vám řeknu o naší kanceláři. Damit man sieht, wie und wo wir arbeiten. Abyste viděli, kde a jak pracujeme. Sehen Sie was? Sehen Sie was? Vidíte všichni. Sonst gehe ich daher. Also wie man hier sieht, wir sind auch aus einer sehr ländlichen Region, also wir kommen vom Lande, nicht aus der Stadt. Jak tady vidíte, sídlíme ve venkovském regionu, takže přicházíme z venkova, ne z města. Unser Büro ist zwischen Apfelbäumen, Blumenwiesen, wie man es hier sieht. Naše kancelář se nachází mezi jabloněmi a loukami s květinami. Wir haben ein Team mit 25 jungen Architekten, die uns helfen, unsere Projekte zu realisieren. Máme tým skládající se z 25 architektů, kteří nám pomáhají realizovat naše projekty. Es ist ein altes Holzhaus, ein traditionelles Holzhaus, 100 Jahre alt. Je to starý dům ze dřeva, který je asi 100 let starý. Man sieht sehr viel Modelle, Arbeitsmodelle. Wir arbeiten sehr viel Modellen. Tady vidíte hodně modelů, pracovních modelů. Děláme jich opravdu hodně. Auch hier man sieht es, wie gesagt, die Modelle das wichtigste Werkzeug in unserer Arbeit. Tady vidíte opět modely, je to to nejdůležitější, je to nástroj naší práce. Dann komme ich schon zum ersten Projekt. A teď se dostávám už k prvnímu projektu. Wie soll ich Ihnen das jetzt am besten sagen? Jak bych vám to měl co nejlépe zprostředkovat? Man hat bei uns in Vorarlberg, das ist unser Land, da hat man in der Mitte eines Feldes eine römische Ausgrabungsstätte gefunden. Mm-hmm. Ve zemi, kde žijí, ve Vorarlbersku, se bylo nalezeno staré římské sídliště. Und seit 1950 wird hier gegraben und geforscht. Už od roku 1950 se tady provádějí výzkumy a vykopávky. Und jetzt ist man an uns herangetreten hier wie ein kleines Freilichtmuseum. Wissen Sie, was ich meine? Einfach ein kleines Museum, nicht um hineinzugehen. Ja. No a my jsme byli vyzváni tady vybudovat malé muzeum pod širým nebem. Und man sieht jetzt hier eben diese Ausgrabungsstelle und dann sieht man hier, jetzt muss ich mal schauen. Tady vidíte to místo, kde se provádějí vykopávky. Das sind die zwei Ausgrabungsstellen. To jsou dvě místa. Und das ist místa. Jetzt dieses ganz kleine Museum. A tady je to velmi malé muzeum. Das besteht aus einer
Plattform, das ist so eine Ebene. Se stává z takové platformy, roviny. Und dann besteht es aus diesem Turm. A potom z věže. Und der Turm soll diese Ausgrabungsstelle anzeigen, also zeigen, wo diese zu finden ist. A das ist ein ten, Zeichen. Ta věž má být takovým znamením, takovým jako symbolem, kde se to místo s vykopávkami nachází. Und gleichzeitig ist es noch, man sieht es hier, ist es noch wie eine Lupe, wo man in die Geschichte schauen kann. Also hier sehen Sie die wirklichen historischen Mauern. Aha, wie mit einer Lupe. Kennen Sie eine Lupe? Tady je něco jako lupa, kde můžete vidět jako skutečné historické zdi. Also es vergrößert. Nicht vergrößert, es zeigt es. Ale vlastně to není jako zvětšovací sklo, prostě jenom jsou tady ty zdi jako ukázány. So, das Ganze schaut jetzt so aus. Vypadá to celé takto. Weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber die Archäologen haben hier gegraben 30 Jahre lang und dann am Schluss sieht man aber nicht die Originalmauern, das sind nur aufgemauerte Steine, die herumgelegen sind, um die Ausgrabung anzuzeigen. Und deshalb will man einmal hier die richtigen historischen Mauern sehen. A to, co archeologové tam pracovali zhruba 30 let, a to, co tam vidíte, nejsou vlastně původní historické zdi, to vlastně byly kameny, které tam byly nějak tak jako navršeny, zřejmě bez ladu a skladu během těch vykopávek, takže my jsme, takže záměrem bylo ukázat, jak vypadá ta skutečná historická zeď nebo zítka. Tam v tom jejich dvoru. Genau, hier hinten gibt es dann noch eine Wand, eine Informationswand und hier sind Duplikate, also nicht die Originale von den Fundstücken werden hier gezeigt, damit Schulklassen, Kinder, Erwachsene hier sehen können, was man gefunden hat. To je informační stěna, jsou duplikáty, které jsou tam ukazovány prostě dětem, školním třídám, které tam přijíždějí. Das Ganze ist jetzt aus Kortenstahl. Gebaut aus Stahl, aus Metall, aber aus Korten. Das ist ein spezieller Kortenstahl. Je to se materiál je z ocel, ale ten druh je takový zvláštní z Kortenzova ocel. Ja, Kortenstil. Kortenzova. Das ist ein Stahl, der beginnt zu rosten, der wird so rostig und dann stoppt dieser Prozess. To je taková ocel, která začne resnout a pak se ten proces zastaví. Genau. So. Man sieht es jetzt hier schön, diese Kortenstahlfigur. Tady to vidíte velmi dobře. Nur mit Nieten, mit so Stahlnieten genietet und hier sieht man jetzt die originalen historischen Mauerreste. Je to tady znítováno nity a tady vidíte originální historické zdi. Und wenn man sich dann entfernt, dann sieht man, man findet die Ausgrabungsstelle nur, weil dieser Turm da steht. A tady vidíte vlastně, že to místo vykopávek je tak zřetelně z dálky viditelné právě protože se tam nachází ta věž. Wunderbar. Vielen Dank. Dann sind wir schon beim zweiten Projekt. Teď jsme už u druhého projektu. Hier geht es um drei Brücken, tady, die wir in einem schmalen Bergtal realisieren können oder konnten. Tady jde o tři mosty, které jsme měli možnost realizovat v takovém úzkém horském údolí. Das sind, wie erkläre ich Ihnen das? Das ist eben ein sehr schmales Bergtal. Tady je to velmi úzké horské údolí. Wo die Straße immer wieder von einer Talseite zur nächsten wechseln muss, durch solche Natursteintunnel führt und dann eben über diese drei Brücken. Mm-hmm. Tady vlastně ta silnice vede pořád jako z toho z té jedné části na druhou takovými přírodním prostě územím a my jsme to přemosťovali prostě ty mosty. Da kommt's aus dem Berg raus. Tady prostě ta silnice vychází z hory. Über diese Brücke. A potom vlastně přechází přes ten most, vede přes ten most. Genau. Und jetzt haben wir die erste Brücke, die heißt Scharnerlochbrücke, wird man in Tschechisch nicht sagen können. No, tak ten první most se jmenuje Scharnerlochbrücke, je tam, je to prostě, je to v tom názvu je slovo otvor nebo tím. Und da war jetzt, da ist früher einmal eine ganz alte Steinbogenbrücke gestanden, vor 100 Jahren. Dann hat man sie vor 30 Jahren durch eine weniger schöne Betonbrücke ersetzt und diese ist jetzt wiederum
also beschädigt worden und jetzt konnten wir eine neue Brücke bauen. Asi před 100 lety tady stával kamenný most, který byl asi zhruba před 30 lety nahrazen mostem betonovým. No ale ten betonový most byl také poškozen, takže my jsme dostali příležitost ho nahradit mostem zase novým. Und unsere Idee war jetzt bei dieser neuen Brücke die alte traditionelle Bogenbrücke nachzubauen, aber mit einem ganz flachen Bogen, so wie es Steine nicht könnten, aber der Beton kann das. Verstehen Sie das? Also wir haben versucht. Jsme prostě tam chtěli zachovat ty původní kamenné oblouky, ale ploché. A nejde to teda udělat z kamene, ale jde to udělat z betonu. Genau, ganz eine flache Bogenbrücke. Wie die alten Steinbogenbrücken jetzt im Beton und so flach wie möglich, ganz flach, wie es der Stein gar nicht kann. Nur der Beton kann das. A my jsme právě chtěli, původně tam byly kamenné oblouky, takže my jsme tam chtěli dát něco podobného a prostě nějakými velmi plochými tvary, betonovými, to prostě jsme to chtěli nahradit. Das war die erste Idee. Und die zweite Idee war, weil diese Brücke mit einer Kurve beginnt, also mit einer Drehung, man sieht es hier aus dem Berg heraus, haben wir dann unten den Brückenkörper, wir sehen das später, haben wir den auch verdreht. Also diese Kurve der Straße haben wir in diesem Brückentragwerk wieder aufgenommen und zeigen das so. Tam za tím mostem následuje hned zatáčka a my jsme to vlastně zakomponovali do nosné konstrukce toho mostu, ten zákrut. Man sieht das jetzt hier. Teď to tady vidíte. Das nennt man eine Torsion. Wir haben die Brücke. Je to torzní most. So verdreht, ja. Um diese Kurve der Straße, die auf die Brücke führt, spürbar zu machen. Abychom vlastně udělali tu zatáčku té silnice tímto způsobem jako viditelnější ten záhyb. Und man sieht jetzt eben diesen flachen Bogen. A teď tady vidíte ten plochý oblouk. Wie es nur Beton kann. Und der Beton, to jde udělat jenom z betonu. Und der Beton hat die schöne Eigenschaft, dass er mit diesem kargen Felsen, mit diesem harten Felsen eine Einheit bildet und sich schön zu einem Gesamten verschmelzen lässt. Beton má takovou dobrou vlastnost, že vlastně tak jako splyne s tím strmým útesem, že vlastně se to dá takovýmto způsobem sladit nebo sjednotit. Genau. Hier sieht man jetzt nochmal diese Drehung von der Brücke durch diese Kurve. Tady vidíte vlastně ještě jednou záhyb toho hier, mostu daný tou zatáčkou. Genau, und hier sieht man sehr schön, wie der Beton in diesen Felsen mit dem Felsen sich verbindet. A tady vidíte, jak se ten beton spojí s tím útesem. Auch hier sieht man es sehr gut. Also der Beton geht ganz direkt und kraftvoll in den Fels hinein. I tady to vidíte velmi pěkně, ten beton takovou jako plnou silou je zapojen do toho útesu. So, das war jetzt die erste Brücke, das ist die zweite, die Schaufelschluchtbrücke. Die ist ähnlich, aber die führt jetzt auf eine gerade Felswand und deshalb ist es nur noch ein halber Bogen. Tady máme druhý most, to je jenom poloviční oblouk, protože tam ta silnice probíhá jinak. Genau, das ist an dieser Straße. Diese Brücken sind eine nach der anderen. Es ist immer dieselbe Straße. Je to pořád ta samá silnice. A prostě ty mosty tam následují jeden po druhém. Und der Name Stein? Schaufelschluchtbrücke. Je to prostě nějaká propast v tom názvu. Schaufelschluchtbrücke. Eben, und hier sieht man jetzt, wie sie eben aus diesem Steinfelsentunnel hinausführt und auch wieder, wie schon die Scharnerlochbrücke, wieder mit der Brücke mehr oder weniger diese Drehung begonnen wird, dieser Kurve. Tady vidíte zase, jak vychází most z toho útesu a vidíte tam i náběh zase na ten ohyb, na zatáčku. Man sieht jetzt hier auch wieder gut dieses Geschlängel der Straße. Tady vidíte zase hezky, jak se ta silnice klikatí. Ist dann von dieser Felswand auf die andere Uferseite wechselt die Brücke. A vlastně z jedné strany toho útesu vlastně překlenuje to údolí
a dostává se na druhou stranu. Genau. Und an der dritten Brücke arbeiten wir gerade. A na třetím mostě právě pracujeme. Dann sind wir nochmals bei einer Brücke. Teď jsme opět u mostu. Eine ganz spezielle Brücke, weil eigentlich nur eine Fahrradbrücke. Und jetzt dieses Foto zeige ich Ihnen, weil wir haben uns an der traditionellen Vorarlberger Holzbrücke orientiert, die eine gedeckte Brücke ist mit einem Dach. Je to most pro cyklisty a my jsme se orientovali nebo zaměřili jsme se tradičním směrem na most dřevěný se stříškou. Man sieht es jetzt hier, das ist eine Fahrradbrücke, die sehr nahe an einer sehr stark befahrenen Schnellstraße sich befindet. Darüber noch sind Hochspannungsleitungen geführt und deshalb haben wir uns für diese gedeckte Brücke entschieden, wie wir sie hier sehen. Ten most pro cyklisty se nachází vedle velmi frekventované silnice a nad tím mostem jsou ještě vedení vysokého napětí a proto jsme se rozhodli pro most se stříškou. Und die Idee ist jetzt, dass wir wie eine Betonröhre gebaut haben. Man sieht es hier mit diesem Querschnitt. Und diese haben wir perforiert, um sie zur Landschaft zu öffnen. Und das ist die Seite hin zur Straße, die ist geschlossener, um die Fahrradfahrer zu schützen von der Straße oder vor der Straße. My jsme se rozhodli pro takový betonový koridor, který má otvory směrem do přírody, ale je uzavřený směrem k silnici, abychom cyklisty ochránili před tím ruchem. Und das Ganze sieht jetzt so aus, man sieht eben hier im Hintergrund diese Autoschnellstraße, also fast wie eine Autobahn, also eine Schnellstraße. Hier diese Hochspannungsleitungen, hier der Fluss und jetzt eben diese gedeckte Betonbrücke. Mm-hmm. A tady potom vidíte výsledek, vedle probíhá něco skoro jako dálnice, je to taková nějaká rychlostní komunikace, kde je velký provoz. A vidíte také ty dráty vysokého napětí probíhající nad tím. Genau, das ist das Vorbild. A ten dřevěný můstek, který jste také viděli, tak tím se inspirovali. Man sieht jetzt eben hier die geschütztere Seite zur Straße. Und was auch noch ganz interessant ist, wir haben dann, um der Natur näher zu kommen, haben wir bei diesen Stäben immer noch solche Knoten ausgebildet, wie man es kennt von irgendwelchen Baumzweigen, die sich dann so, sage ich mal, über Verästelungen dann darstellen. Tady vidíte, jak stranou k té silnici je to plnější a tady stranou do přírody je tam těch otvorů více a to pletivo tam má připomínat takové větvový stromů. Man sieht hier, das sind diese Verdickungen, also wo wie die Äste angewachsen sind beim nächsten dickeren Ast. Meinen Sie aus Beton? Einfach diese Form. Es würden diese dünnen Stäbe reichen, aber da, wo die Stäben in die Deckenplatte oder in die Bodenplatte gehen, haben wir hier diese Verdickungen gemacht, so wie man es bei den Zweigen kennt vom Baum. Tak nahoře, vlastně jak to tady vidíte, tak v té horní a dolní části jsme udělali takové trošku sluštění, tak jak to znáte, prostě od stromů nebo kmenů stromů, tak ta struktura je připomíná. Genau. Wunderbar. Dann das ist ein Projekt in Kärnten. Tohle je projekt, který byl prováděn v Kärnten, tedy v Korotanech. Und typischerweise in einer ganz kleinen Gemeinde in Fresach hat das Land Vorarlberg entschieden, ein Diözesanmuseum, ein kleines Diözesanmuseum zu bauen, also für die evangelische Kirche. V obci Fresach bylo rozhodnuto postavit malé diecézní muzeum evangelické církve. Tato lokalita se nachází rovněž ve Vorarlbersku. Anlässlich der 500-Jahr-Feier der evangelischen Kirche in Kärnten. Und dazu muss man wissen, dass viele Jahre ja der Glaube verboten war.
Und erst durch ein Toleranzedikt des Kaisers war es wieder möglich, den Glauben zu praktizieren. Mhm. Und dann durften sie nur solche Häuser bauen, normale Wohnhäuser mit Eingang abgewendet von der Straße. Man wollte sie eigentlich nicht, die Evangelien. Muzeum bylo zřízeno u příležitosti oslav 800 let výročí evangelické víry v této oblasti, ale je třeba podotknout, že byly dlouhé roky v historii, kdy nebylo povoleno tuto evangelickou víru praktikovat. Bylo možné vlastně do tedy tolerančního patentu císaře bylo možno stavět jenom domy toho, kostely tohoto typu, které vypadaly jako domy a vchod byl ze strany odvrácené k ulici. Und um dieser Geschichte mit diesem, das ist jetzt dieses alte Bethaus, das wir gesehen haben, das alte Pfarrhaus. To je stará modlitebna, to s tím půlkruhem, jak jsme viděli, a to napravo ta budova, to je stará fara. Ja, irgendwann haben dann die Evangelien natürlich eine neue Kirche gebaut, eine richtige Kirche und auch einen neuen Pfarrhof. Tak potom byl postaven nový kostel, to je ten velký půdorys a nový farní dvůr. Und jetzt sollte an diesem Ort, wo die Widerstandsbewegung der evangelischen Kirche am stärksten war, soll jetzt dieses kleine Museum entstehen, hier. Um die ganzen Relikte der Geschichte der letzten 500 Jahre hier zu sammeln und dieser Geschichte zu gedenken. A to diecézní muzeum bylo zřízeno tam, jak vidíte, ten černý čtverec a měly tam být shromáženy předměty právě i z let, kdy ta církev byla zakázaná, prostě všechny relikty a předměty z té 500leté historie. Und wir hatten da ganz eine einfache Idee, die das Museum besteht aus einer Wechselausstellung, einem großen Raum für eine Wechselausstellung im Erdgeschoss und dann einem zweiten wie eine Schmuckschatulle im oberen Geschoss mit der Dauerausstellung mit diesen ganz alten Gegenständen. Muzeum se stává ze dvou částí. Dole je prostor určený pro putovní výstavu, tam se ty výstavy mění a nahoře je prostor pro trvalou výstavu. A Schmuck der sind Juwelen. Na, einfach Bibeln, Schriftstücke, Kreuze. Nahoře potom je prostě místo pro nějaké takové religiozní předměty, Bible, kříže a podobně. Und das Einzige, was jetzt auf den Inhalt hindeutet, ist dieses kleine Kreuz auf dieser, sage ich einmal, kleinen Pyramide. Ist ja wie eine zweistufige Pyramide. Je to taková dvoustupňová pyramida a to, co připomíná ten účel, je ten malý kříž. Das Ganze schaut jetzt so aus, wenn celé, man sich nähert. Celé to vypadá takto, když se blížíte. Da sieht man jetzt diesen kleinen Hinweis auf dieses Diözesan Museum. A toto je malý symbol, nebo znak právě poukazující na to, že tam je lokalizováno diecézní muzeum. Und es ist sehr wichtig, dass das Museum hier steht mit der Achse zum Bethaus, da unten ist das Bethaus und um dies bauen zu können, musste hier eine gerade neu errichtete Totenkapelle leider wieder entfernt werden. Je to v jedné ose s tou modlitebnou. A bohužel, aby teď sem tato budova mohla být umístěna, tak tady vepředu byla odstraněna nově zřízená kaple. Kapele. Jaký má kapele? Vidíte, že hier. Hier sind wir jetzt beim Bethaus und der Blick hinauf zum neuen Museum. Teď jsme u modlitebny a díváme se směrem k tomu novému muzeu. Jetzt einfach drei, vier Bilder vom Innenraum. Teď 3-4 obrázky z vnitřních prostor. Tady se nachází ta trvalá výstava. Und da sind jetzt eben diese Bibeln, Schriftstücke, alte Bilder. Tady jsou Bible, písemnosti, prostě staré různé relikvie. Ja, dann sind wir bei einem Projekt, das für unsere Arbeit, sage ich einmal, wegweisend ist. Das ist eines der wichtigsten Gebäude für uns, nämlich das Haus, das wir für mich gebaut haben vor 16 Jahren. Tady je další projekt, který ukazoval další směr naší práci. Je to dům,
který byl postaven zhruba před 16 lety pro mne. Das hat jetzt unsere, ich würde mal sagen, unsere Art zu arbeiten, wie wir heute denken, wie wir uns entwickelt haben, maßgeblich geprägt und das Haus hat uns auch 8 Jahre abverlangt. Also wir waren 8 Jahre dran von der ersten Skizze, bis es dann gebaut war. Also von 92 bis 2000. Ten dům vlastně jsme budovali o 8 let, to trvalo od prvního nákresu, od té první skici, od roku 1992 do roku 2000 a hodně ovlivnil potom tu naši další práci. Und da haben wir das gelernt, was wir heute glauben zu wissen. A tam jsme se naučili to, o čem si dneska myslíme, že to už umíme a víme. So, und so hat das ausgeschaut bis vor 4 Jahren. A takhle to vypadalo až do doby před 4 ja. lety. Und dann kam, was wir nicht gewusst haben, nämlich meine Frau und ich, wir haben jetzt 6 Töchter. Aha. Und das Haus war zu klein. No, ale potom přišlo něco, co jsme neočekávali, a to moje žena a mých 6 dcer. Takže nám ten dům potom byl malý. So, und dann mussten wir was machen und jetzt sieht man hier dieses Haus, das ist das Haus, wie wir es jetzt gesehen haben. Und wir mussten jetzt neue Kinderzimmer dazu bauen. Takže jsme museli něco udělat, museli jsme k tomu přistavit nové dětské pokoje. Ja, und man kann aber an dieses Haus nichts dazu bauen. Das geht nicht. Man kann, es funktioniert nicht. Das Haus ist so fertig in sich, das ist nicht erweiterbar. Ale dům bohužel není rozšiřitelný, prostě jako byl jako takhle prostě koncipován. Und das hat uns dann wieder 25 Konzepte haben wir erarbeitet, die alle nicht gebraucht werden konnten. Und es hat 4 Jahre gedauert, bis wir dann diesen Entwurf gefunden haben, den ich Ihnen jetzt zeige. No a potom nám 4 roky trvalo, 4 roky a 25 skic, na to bylo potřeba, než jsme tedy dospěli k novému návrhu, který vám teď ukážu. Geworden ist es jetzt, wenn man so sagen will, dieser kleine schwarze Punkt, weil es ist ein kleiner Turm geworden, der sogenannte Mädchenturm. Je to ten malý černý bod, který byl navržen takzvaná věž, takzvaná dívčí věž. Und das Ganze schaut jetzt so aus. A vypadá to takto. Man sieht jetzt hier das bestehende Haus. Tady vidíte ten existující dům. Hier steht dieser Turm. A tady stojí ta věž. Und dieser Turm ist unterirdisch verbunden, damit die Kinder natürlich wieder zurück ins Haus kommen bei Tag und bei Nacht. A tady je podzemní chodba, aby ty děti zase mohly zpátky do domu ve dne i v noci. Und ich glaube, man kann das einfach vergleichen wie mit den italienischen Campanile, also mit diesen freistehenden Kirchtürmen, die sehr nahe zur Kirche stehen. Auch so steht dieser Turm sehr nahe am Haus. Wir sehen das dann jetzt gleich. Přirovnal bych to k italské Campanile, kde rovněž stojí prostě ta druhá část a ta věž tam stojí blízko tomu jevišti a tady vidíte něco podobného, kdy ta věž prostě byla vybudována blízko domu. Und der Turm war, dieser Turm war das einzige, was möglich war, neben dieses Haus hinzustellen. Weil der Turm ist zwar sehr auffällig, aber er ist eigentlich formal nicht da. Also er ist kein eigenes gestalterisches Element. Können Sie mich verstehen? Není to samostatný tvůrčí prvek, tak bylo to jediné, co jsme tam mohli postavit. Er ist einfach nur ein Turm. Je to prostě jen věž. Und man sieht jetzt hier, hier ist das Haus und hier ist der Turm. Takže to vidíte tady, tady je dům a tady je ta věž. Auch wieder aus Quartenstahl, wie vorher schon die Römervilla, also diese das kleine Museum am Anfang. Korténské oceli, kterou jsme použili u toho malého muzea. Also jetzt noch ganz frisch, deshalb schwarz, wieder Schwarzstahl. Je to černá ocel, protože je vlastně čerstvě vyrobená. Der Turm hat nur auf dieser Seite, also von hier, Fenster hin zum bestehenden Haus. Also alle anderen 3 Seiten, Sie werden sehen, haben keine Fenster, nur diese Seite zum bestehenden Haus hat okna Fenster.
Okna jsou jenom na té straně, která je přivrácena k tomu existujícímu domu. Na těch zbývajících třech stranách žádná okna nejsou. Ja, man sieht jetzt hier. Teď to vidíte. Diese Fenster, diese sind fix verglast, also die kann man nicht öffnen, sondern die Mädchen haben hier an der Seite solche Klappen, solche Fensterläden, die sie öffnen können und entsprechend dann, sage ich mal, ja, einfach den Raum nach außen öffnen können. Ta okna nejsou otevíratelná, po straně jsou další jiná okénka s okénicemi, která potom mohou dívky otvírat na té levé straně. Ja, das ist jetzt auch diese zur Straße gewendete Seite und auch hier ist so ein Fensterladen, so eine Klappe, welche geöffnet werden kann. Tohle je strana přivrácená k silnici a na tom, v tom poli druhém vlevo od hora vidíte právě okno s okenicí, která se dá odklopit. Und was auch sehr schön ist, man sieht es jetzt hier, auch hier, hier werden die Autos abgestellt und hier ist dieser unterirdische Gang, hier gibt es eine kleine Bibliothek und das sieht man aber alles nicht, aber der Turm und dieser Einschnitt formulieren jetzt einen sehr schönen Innenhof. Und alles ist aus dem gleichen Material, aus dem Stahl. Der Boden, die Wand, das Dach, alles ist aus diesem Stahl. Wie eine Skulptur. Všechno je vlastně z toho jednoho materiálu, jako nějaká skulptura, ten vnitřní dvůr také. Tam vidíte odstavnou plochu pro auta a dole pod tím se ještě nachází knihovna a ta podzemní chodba. Man sieht es jetzt hier eben diese drei zusätzlichen Schlafzimmern mit den Kindern. Und der Turm ist 11 Meter hoch. Tady vidíte ty tři ložnice s dětmi, ta věž je 11 metrů vysoká. Jetzt hier sieht man diesen sehr spannenden Raum, also dieser Innenhof hat eine wunderbare Atmosphäre und das kommt nur aufgrund dieser Nähe dieses Turms, so wie bei einer mittelalterlichen Stadt, wie jetzt auch hier in Budweis. Die schönen alten Städte, die leben davon, dass die Dinge nahe beieinander sind. A tady vidíte, jaká zvláštní atmosféra tady vzniká právě díky blízkosti té věže. Tuto atmosféru mají také středověká města, myslím, že i v Českých Budějovicích. A vzniká tím, že budovy jsou blízko sebe umístěné. Da hier nur noch drei, vier Bilder als Impression, wie alles aus diesem Material gearbeitet ist, die Stiege. Asi 3-4 obrázky, ještě abyste měli dojem, všechno je z toho stejného materiálu, z schodiště. Solche Klappen wie Fensterläden, die sich öffnen und schließen lassen. I ty okenice, které se dají otevírat a zavírat na okne. Und hier kommt man jetzt aus dem bestehenden Haus über diese Stiege herunter. Jetzt sind wir schon unter der Wiese, also schon unterirdisch. Das ist der erste Raum, damit dieser lange Weg hin zum Turm spannend bleibt, haben wir zwei kleine Wohnräume an diesen Weg, an diesen Gang angefügt, damit es einfach ein spannender Weg hin zum Turm wird. A aby ta cesta k věži byla napínavá, tak jsme k tomu připojili ještě dvě obytné místnosti a vlastně se to celé nachází už pod úrovní louky. Tohle je ten nejspodnější pokoj nebo nejspodnější část. Genau. Und hier müssen wir noch mal runter, weil dann hier über dem nächsten Raum dann die Autos stehen, also die Fahrzeuge stehen. Darum geht's hier nochmals runter, noch tady, tiefer runter. Tady vlastně to jde ještě do hloubky, protože tam ve výšce tam už stojí auta, vozidla. Und das ist jetzt dieser Blick eben hin nach Osten, also das ist zur Morgensonne, sind die Räume ausgerichtet mit diesem großen Fenster und ganz wichtig diese Beziehung zum bestehenden Haus, die Mittelachse vom Turm geht genau auf diese Kante. Tady je pohled na východ, ta okna se nacházejí všechna směrem na východ, kde vychází slunce a ta osa vlastně vidíte, že jde k hraně. Das ist die Kante des Hauses. Ja, genau, die Vorderkante. To je právě hrana, přední okraj domu. Genau. Da der Blick in den Innenhof. Pohled do vnitřního dvora. Blick in die Landschaft. Pohled do krajiny. Und so schaut's am Abend aus. A takhle to vypadá večer. Dann sind wir schon, weiß nicht, wahrscheinlich schon beim letzten gebauten Projekt. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe nicht mitgezählt. Teď ještě kolik máme času, ale myslím si, že už se skoro dostáváme k poslednímu vybudovanému projektu. Für uns ein ganz spezielles Projekt, weil es ist in einem
schmalen Bergtal, auch in 2000 Meter Höhe, also hoch in den Bergen. Und hier wollte unser Bauherr eine Skihütte bauen. To jedná se taky o úzké horské údolí, o výšku 2000 metrů nad mořem a náš investor tam chtěl postavit lyžařskou chatu. Genau, er konnte dieses Grundstück kaufen hier an diesem Waldrand. Es ist ein steiler Hang und hier rechts oben ist ein Skigebiet, wo er dann Skifahren gehen kann. Je to pozemek na okraji lesa, potom se tam je tam příkrý svah a tam na tom svahu je sjezdovka, jezdí tam lyžaři. Und jetzt hatte er zwei Wünsche. Er wollte ein Haus aus Naturstein und er wünschte sich eine Sonnenterrasse. Měl dvě přání, chtěl dům z přírodního kamene a potom chtěl slunečnou terasu. Und wir wollten jetzt nicht irgendwie so ein Ferienhäuschen hinbauen mit irgendeiner Sonnenterrasse davor. A my jsme nechtěli postavit jenom prázdninový domeček s nějakou prostě s sluneční terasou na slunění před domečkem. Und deshalb haben wir auf diese steile Hanglage reagiert, weil die Straße ist oder der Weg, der hinführt, ist oberhalb des Grundstückes. Und deshalb hat sich dieser Turm ergeben. Es ist jetzt ein viergeschossiger Turm geworden. My jsme chtěli nějak reagovat na ten terén, protože vlastně ta příjezdová silnice se nachází nad tím domem a vyplynula z toho 4-poschodová věž. Die Sonnenterrasse ist jetzt hier wie herausgeschnitten aus diesem Turm. Ta sluneční terasa je teď tady jako vyřezaná z té věže. Genau, die ist in das Gebäude hineingeschnitten, diese Sonnenterrasse. Je vlastně zařízlá do té budovy. Genau. Und jetzt ist es so, jetzt kommt man über diese Treppe auf diese Sonnenterrasse, geht dann über die Stiege hinunter in die Schlafräume oder hinauf in den Wohnraum. A ty schody potom z té terasy vedou buď dolů do ložnic, anebo nahoru do obytného prostoru. Das Ganze sieht jetzt so aus. Es steht hier am Waldrand. Celé to vypadá takhle a ta budova stojí na okraji lesa. Hier eben diese eingeschnittene Sonnenterrasse, dieser Leerraum, wenn man so will. Es ist ja einfach nur ein herausgeschnittener Raum. Tady vidíte tu terasu zařízlou nebo vyřízlou. Je to vlastně prázdný prostor. Die restlichen Räume haben nur kleine Fenster, dieser Hütte gerecht zu werden. A ty zbylé prostory mají jenom a malá okénka, aby to prostě vypadalo jako chata. Das Ganze schaut dann so aus. Celé to vypadá takto. Da kommt man eben, da kommt man her, das ist nur so ein Fußweg über die Skipiste und dann geht's hier hinauf und diese Holztür ist dann der Zugang in das Gebäude. Ta cestička vede nebo přímo ze sjezdovky, je určena pro pěší a potom tam vidíte schůdky a dveře vedoucí dovnitř, dřevěné dveře. Und wie Sie vielleicht sehen, ist es nicht ein Natursteingebäude geworden, also es sollte ja aus gemauerten Steinen sein, aber bei dieser bildhauerisch bearbeiteten Figur ging das nicht und deshalb haben wir das so gemacht, dass wir den Körper in Beton ausgeführt haben, aber die Oberfläche ganz grob bearbeitet haben, dass sie wieder wie Naturstein wirkt. Není to tedy z přírodního kamene, ale vlastně je to tedy z betonu, ale my jsme ten povrch vlastně opatřili tedy přírodním kamenem, aby to celé prostě hezky vypadalo. Hier ein Blick aus dem Wald heraus. Tady hier von der Unterseite. Pohled z lesa, tady pohled ze zdola. Die eingeschnittenen Flächen sind schalglatt und diese Oberfläche ist eben ganz grob behauen, wie Sie es hier sehen. So. Tady ta zařízlá plocha je velmi hladká a tady vidíte, a ten zbytek je zase hrubý, jak vidíte tady na těch obrázcích. Má hrubý povrch. Ja, genau, jetzt diese Sonnenterrasse, die Tür in den Turm. Sluneční terasa a dveře do věže. Wie bei einer Skihütte, ganz wenig Technik. Jako u lyžařské chaty je tady málo techniky. Auch ganz speziell ist, es ist alles aus Beton,
ausschließlich aus Beton, innen wie außen, und aus massivem Eichenholz, also massives Eichenholz. Všechno je to z betonu a potom to zařízení je z masivního dubového dřeva. Also Böden, Möbel, Böden, Fenster, Stiege, alles. Podlahy, nábytek, okna, schody, všechno. Hier sind halt danach die Schlafzimmer. Tady je kleine Schlafkojen. Ložnice, malé koje na spaní. Auch ein spartanisches, ganz einfaches Badezimmer. Tady je taková spartianská koupelna. Mit einem ganz kleinen Fenster. S malým okénkem. Und in der untersten Ebene gibt's noch einen kleinen Wellnessbereich. A v té nejspodnější úrovni se nachází ještě malá wellness zóna. Und so schaut's aus im Sommer. A takhle to vypadá v létě. So, dann zeige ich jetzt noch die vier Projekte, die wir derzeit gerade bearbeiten, die uns sehr wichtig sind. A teď vám ukážu ještě čtyři projekty, na kterých právě v současné době pracujeme a které jsou pro nás důležité. Das erste Projekt ist sind die neuen Messehallen für ein Messegelände. Kennen Sie Messegelände? Prvním, so Exhibition Halls. Prvním projektem jsou veletržní haly pro výstavní areál. Genau. Und dieses Areal gibt es jetzt schon seit den 50er Jahren und hier hat man immer wieder Hallen neu gebaut. Also hier gibt es von Zukrovic Nachbauer eine Halle, also es hat immer wieder neue Hallen gegeben und jetzt ist die Idee, nicht das ganze Gelände neu zu bauen, sondern immer wieder, wenn Sie Geld haben, dann lassen Sie sich wieder von einem anderen Architekten eine neue Halle bauen, so wie ein Patchwork. Mhm. Od 50. let se zde staví stále nové a nové haly a vždycky, když prostě má ten investor peníze, tak se nechá postavit něco dalšího, většinou od jiného architekta, takže to vypadá celé jako patchwork. Und wir haben jetzt den Auftrag bekommen für die Hallen 9 bis 12. A my jsme teď dostali zakázku na haly 9 až 12. Und das Spezielle ist, das ist hier die Halle 9, das ist die Halle 11 und dann noch die Halle 12. Und das Spezielle ist, die Halle 11 hat 5000 Quadratmeter stützenfrei, also ohne irgendwelche Stützen dazwischen. Und das ist schon sehr speziell für uns im Land. Tak tady vidíte budovy 9, vpravo 11 a 12. Ta budova 11 je zvláštní tím, že je to 5000 metrů čtverečních bez opěr. Und die wird dann für 9000 Personen sein, also für große Popkonzerte und so weiter. Je určená pro 9000 osob, takže i pro velké koncerty populární hudby mimo jiné. Und jetzt haben wir eine Idee gehabt, wir haben eine Blackbox jetzt entworfen, einen 170 Meter langen und 70 Meter breiten schwarzen Körper. A my jsme teď navrhli takový černý korpus, černé těleso, 170 metrů na 70. Und weil es eine Messehalle ist, brauchen die jetzt einen Anlieferungshof, wo die LKWs reinfahren können. A protože je to vlastně veletržní hala, je třeba zde také vyčlenit místo pro dodavatele, kteří dodávají zboží. Und jetzt ist aber das Problem, dass hier vorne ist die Hauptfassade. Also hier ist die Sichtseite von den Messehallen und ein Anlieferungshof ist eigentlich die Rückseite von einem Gebäude. Und so war jetzt unsere Idee, nur diesen schwarzen Körper zu machen und nur mit diesen Ellipsen die ganzen Zugänge anzuzeigen, beziehungsweise diesen Anlieferungshof in Form einer sehr schönen roten Ellipse zu gestalten. Mhm. Ta přední strana, to je ta strana viditelná, to je ta horní, also die obere Seite ist sichtbar. Ja, wie Sie sehen es dann an den Bildern. A potom my jsme tady měli takový nápad, ty dvory pro ten prostor pro dodavatele udělat ve formě takových jako červených elips, i když vlastně by to mělo být něco, co je skoro neviditelné nebo skryté. Genau, also jetzt gibt es nur diesen schwarzen Monolith, diese vier Ellipsen. Und das Schöne ist, man sieht es dann noch etwas am Modell, diese Tore, wo die LKWs reinfahren müssen, ein Dach haben, also überdacht sein.
vom Wetter geschützt sein. Und damit wir das geschafft haben, haben wir jetzt zwei Ellipsen gemacht, eine große unten, eine kleine oben. Und dadurch ergibt sich diese Situation, dass diese Eingänge überdacht werden durch diese Form. Takže my jsme udělali ta černá tělesa a mezi tím ty elipsovitá vrata nebo ten vjezd a je to vlastně elipsa jedna velká dole, malá nahoře, musí tam být prostě nějaké zastřešení jako ochrana proti povětrnostním vlivům. Also man sieht das jetzt hier, unten ist eine große Ellipse. Takže dole je velká elipsa a nahoře malá elipsa, jak to vidíte tady. Genau. So schaut es jetzt aus in diesen Renderings. Das ist dieser Anlieferungshof, also eigentlich die Rückseite, aber es ist die Vorderseite, wo auch die Menschen zur Halle hinkommen. A vlastně by ty prostory pro dodavatele měly být jako na zadní straně, ale vlastně my jsme to udělali takhle jako zepředu, takže je to z té viditelné i z té přední strany tímto způsobem, odkud přicházejí lidé. Takhle to celé vypadá. Und hier gibt es dann eine kleine Ellipse zum Foyer, zur Halle 11 und auch zu einem Seminarbereich. A tady je malá elipsa jako vchod, jako foyer k Halle 11 a také do seminárních prostor. Das Ganze schaut so aus. Das ist jetzt die Seite zum Innengelände der Messe, also zum inneren Hauptgelände der Messe. Und hier ist auch wieder eine vertikal aufgestellte Ellipse, die den Haupteingang anzeigt. A tady vidíte takovou jako vertikální elipsu, která vlastně naznačuje, kde je hlavní vchod. Also das ist Eingang zum Ausstellung. Ja, genau, ja, zu den Foyers der beiden Hallen, 9 und 11, dieser beiden großen Hallen. To je vlastně vstup do foyer obou hal, 9 a 11. Und da gelangt man jetzt in dieses Foyer, durch diese Ellipse, a když gelangt man in dieses Foyer und hier geht es dann in die Halle 9, beziehungsweise die Halle 11. A když vejdete do foyer, tak potom můžete dále pokračovat k hale 9 nebo 11. Und da drin in diesen Hallen finden jetzt Kunstmessen statt, Konzerte, Galaveranstaltungen. V halách se konají umělecké veletrhy, koncerty nebo různé gala večery, prostě různé společenské akce. Und was jetzt auch noch ganz wichtig vielleicht ist, ist, die Halle ist 11 Meter hoch und sie ist 70 Meter breit und das Ganze ist in Holz gebaut. A hala je 11 metrů vysoká, 40 široká a celé je to provedeno ve dřevě. Also die Halle selber ist 11 Meter hoch und die Träger sind 5,5. Also die Träger sind halb so hoch wie die Halle selbst, um diese 70 Meter zu überspannen. Hala je 11 metrů vysoká a ty nosníky jsou ve výšce 5,5 metrů, aby to mohli celé překlenout. Und um das überhaupt leisten zu können, müssen alle 2 Meter solche Träger sein. A abychom si to vůbec mohli dovolit, tak tam musí být nosníky každé 2 metry. Ebenso schaut es dort aus, Konzerte, takže, klassische Konzerte, lokale Veranstaltungen. Vypadá, pořádají se tam i klasické koncerty a různé gala večery. Das zweite Projekt ist jetzt eine kleine Uhrenmanufaktur im Tessin in der Schweiz. Dalším projektem je malá manufaktura na hodinky v Tessinu ve Švýcarsku. Hier ist gerade in Entwicklung, wieder eine alte Uhrenmarke wieder aufleben zu lassen, wo man eben schon vor 50, 60 Jahren gearbeitet hat an diesem Ort. Na tomto místě se už pracovalo před 50 až 60 lety, ale teď zde je snaha oživit staré hodinky a staré výrobní techniky. Und man hat uns jetzt um ein Konzept gefragt, wie könnte jetzt so eine Uhrenmanufaktur der Gegenwart ausschauen. A já jsem byl požádán o takový návrh, koncept, jak by mohla vypadat taková manufaktura nové doby. Und wir haben dann uns, sage ich mal, naheliegend, aber doch aus unserer Sicht richtig, an einem Uhrwerk orientiert, das aus natürlich sehr vielen Zahnrädern besteht. A my jsme se orientovali, nebo inspirací pro nás byl takový hodinový strojek, který obsahuje hodně koleček. Ja, genau. Und jetzt schaut das Ganze so aus, am Rande
von dem kleinen Dorf Saronio. A takhle to celé vypadá. Budova stojí na okraji malé vesnice Saronio. Ja, steht jetzt, soll jetzt laut unserem Konzept diese kleine Manufaktur stehen. A podle našeho konceptu to tady stojí taková malá manufaktura. Und die funktioniert so, es gibt ein Sockelgeschoss. Je tady vlastně takové poschodí jedno hned u země. Genau, da drin stehen die ganzen schweren Maschinen, um die Metallteile zu bearbeiten. Tam se stojí všechny ty těžké stroje, které zpracovávají kovové části. Und nur belichtet durch ein paar Öffnungen außen und dann diese Lichthöfe, die nach oben durchdringen. Und mit diesen runden Räumen, wo dann die Uhrenmacher die Feinarbeit machen, eine Gesamtform ergeben. No a potom je tady jenom málo prostě otvorů ven, ale potom jsou tady, je tady hodně takových světlíků kruhových, aby ti hodináři potom tam kteří tam dělají svoji práci, tak aby mohli dělat provádět tu jemnou mechanickou práci. Genau, die Uhren, a ti hodináři sedí nahoře. Ja, genau, die Uhrenmacher sitzen dann hier, man sieht hier am Schnitt. Hier sitzen dann die Uhrenmacher, haben dann sehr schönes neutrales Licht. Ty sedí tady a mají takové velmi hezké neutrální světlo. Und im Sockel stehen dann die schweren Metallverarbeitungsmaschinen. A v tom přízemí, nebo v tom soklu jsou umístěny prostě ty těžké stroje. Ja. Schaut dann eben so aus, eben dieser Sockel und dann diese Zylinder, das sind ja so wie zylinderförmige Körper, die da oben stehen. Jsou tam taková válcovitá tělesa, která právě jsou umístěna im Obergeschoss, genau, v tom horním poschodí. Genau. Und da soll es nur ganz große schalenartige Schiebeläden geben, also wie Fensterläden aus Beton, die sie am Tag öffnen und in der Nacht wieder schließen. A potom jsou tam okenice na oknech, které se na noc zavírají a ve dne jsou otevřené. Ja, also so schaut's dann aus, wenn niemand da arbeitet, dann ist alles geschlossen. Takhle to vypadá, když tam nikdo nepracuje, pak je to všechno zavřené. Ganz geheimnisvoll. Je to takové tajemné. Und das ist dann zum Beispiel der Zugang hinein, wie durch eine Gasse und dann da hinten ist ein goldenes Tor. Přístup také uličkou a zatím je zlatá brána. Ja, dann schon das dritte der im Projekt befindlichen Bauten, das ist ein Museum, das bauen wir in Berlin. A třetí stavbou je muzeum, které stavíme v Berlíně. Und zwar war das auch ein internationaler, europaweiter Wettbewerb, den wir hier gewinnen konnten. Jednalo se o soutěž celoevropsky vyhlášenou, kterou jsme vyhráli. Und die Idee oder die Aufgabe war hier beim historischen Deutschlandhaus, dieses Gebäude heißt Deutschlandhaus, soll ein neues Museum entstehen für die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Zadání bylo takové, že tadyhle je Deutschland House, to je ta budova rohová, kterou vidíte, a záměrem bylo přistavět k tomu muzeum, které má název Odsun smíření. Also eines der Themen, die Deutschland noch aufarbeiten will, geschichtlich. To je vlastně jedno z témat, které Německo z historického hlediska ještě chce zpracovat. Es geht natürlich um die Fluchtvertreibung im Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und auch immer wieder natürlich aktuelle Themen, wie sie heute traurige Realität ist. Je šlo prostě o odsun, o útěk a s tím související témata až do současnosti. Und das alles soll hier in diesem Haus wissenschaftlich bearbeitet werden. A všechno toto mělo být zpracováno vědeckým způsobem a stvárněno v tomto domě. So sieht das Deutschlandhaus heute aus. Takhle vypadá Deutschlandhaus, dům Německa dnes. Es steht hier. Hier ist die Topographie des Terrors, wo das ehemalige Gestapo Hauptquartier war. A tady ten černý čtverec, to je Deutschlandhaus a tam vlastně topografie teroru tam v tom okolí tedy směrem nahoru, tam vlastně stály budovy Gestapa. Also mitten in der Stadt. Uprostřed města. Und jetzt unsere Idee war folgendes.
Hier ist einmal so ein Vierkanthof gestanden, also ein Gebäude mit vier Flügeln, mit vier Seitenflügeln und einem Innenhof. Tady vlastně ta budova stará, která měla čtyři křídla v těch okrajích a byl tam vnitřní dvůr. Und diese zwei Seiten sind ein schöner historischer Bestand aus den 20er Jahren. A tyhle ty dvě strany jsou takovým hezkým architektonickým dědictvím asi z 20. let. Und beim Wettbewerb sollten die anderen zwei Seitenflügel auch stehen bleiben, aber man konnte sie theoretisch entfernen. A naším v budoucnu to bylo prostě definováno tak, že ta postraní, ta druhá dvě postranní křídla mohou být by měla zůstat, ale mohou být i odstraněna. Und ja, und wir ja, Entschuldigung. Sie hatten Freiheit eigentlich. Ja, es war theoretisch möglich. Der Denkmalschutz wollte es nicht. No, bylo to ale možné jenom teoreticky, protože vlastně památková ochrana si to nepřála. Ja, genau. To odstranění. Ja, es war ein Symbol des Optimismus, des Wiederaufbaus, aber es war nicht schön. Bylo to vlastně takový symbol jako optimistika toho opětovného budování. Und wir waren dann die einzigen, die das entfernt haben. A my jsme byli jediní, kteří to odstranili. Mit sehr viel Risiko. S velkým rizikem. Und haben jetzt hier dieses Museum hineingebaut. A tady jsme vystavili to muzeum. Ja, mit Wechselausstellung, s putovní výstavou. Veranstaltungssaal. Se sálem pro akce. Und einem zweigeschossigen Innenraum. A dvouposchodovým vnitřním prostorem. Und unsere Idee war jetzt, Sie sehen das dann am Schnitt, dass wir im ersten Obergeschoss das Museum nach außen öffnen. A naším nápadem bylo, abychom vlastně ten prostor muzea otevřeli směrem ven. Ja, man sieht das hier. Vidíte das, to tady? Das Museum öffnet sich nach außen. Hier kommt man rein durch den historischen Bestand. Tou historickou částí se vchází dovnitř. Dann gibt es hier diesen zweigeschossigen Raum. Potom tady stojí ten dvouposchodový prostor. Und wir wollten, dass dieses schwierige geschichtliche Thema nicht weggesperrt wird. Es soll nicht versteckt werden, es soll sich der Stadt zeigen. A my jsme nechtěli, aby to těžké historické téma bylo nějakým způsobem uzavřeno nebo blokováno, ale aby bylo prezentováno směrem do města. Man sieht es hier mit diesem Fenster, eine sehr wichtige Geste für die Kuratoren der Ausstellung, nicht ganz einfach. Tady vidíte, je to takové gesto hezké vůči těm kurátorům té výstavy, ale opravdu to nebylo jednoduché. Und im zweiten Obergeschoss über diese Wendeltreppe gelangt man dann in die richtige Dauerausstellung ohne Licht mit allen Möglichkeiten eines Museums. A po těch točitých schodech se dostanete potom do poschodí, do stálé výstavy nebo expozice, kde vlastně není venkovní světlo, also ohne Außenlicht. Genau. Und jetzt haben wir diese zwei historischen Fassaden, wo man hier die Seitenansicht sieht, die haben wir wieder verschmolzen mit dem Neubau. Also wir wollten, dass es eine große Gesamtfigur gibt, also alt mit neu. A tady vidíte zase dvě ty staré fasády a my jsme to chtěli prostě spojit do jednoho celku, kde by bylo zkombinováno staré s novým. Genau, und so schaut es jetzt aus. Man kommt hier herein durch den historischen Bestand in diesen zweigeschossigen Raum, der sich nach oben öffnet. Hier können Sie schon das Licht sehen. A tady to vidíte, tady je vstup a potom se jde dále do toho, to je historickým prostorem a pak se jde do toho dvouposchodového prostoru, který se otevírá směrem nahoru světlu. Genau, über dieses große Tor geht's dann in die Wechselausstellung im Erdgeschoss. No a tady se vstupuje právě tudyhle do té putovní, do toho prostoru v přízemí pro putovní výstavy. Hier der Blick zurück. Und das ist eben, jetzt kommt man über diese Stiege herauf, in diese sich nach außen zur Stadt öffnenden Dauerausstellungs, ersten Dauerausstellungsebene. A tohle je úroveň té stálé výstavy, tam se jde po schodech a otevírá se to směrem do města, ten prostor. Und das Ganze ist, innen ist alles Sichtbeton und außen ist alles schön glatt gespachtelte weiße Fläche, wieder Bestand. Uvnitř je to celá z betonu a z vnější strany
z vnější strany. Der Außenseite ist nicht mehr Beton. Na, die ist gespachtelt, also eine weiße verputzte Fläche, wieder Bestand, damit es ein Guss wird. Plocha s omítkou. Verputzt. Verputzt, ja. Mhm. Glatt verputzt, wie Sklo. Wie das alte Gebäude, wie das historische Gebäude. Glatt. Glatt, nicht glatt. Ja, je to glatt. Hladké, hladká, prostě hladká omítka. Tak. Eben das Ganze schaut jo. jetzt so aus, man sieht es hier, die historische Fassade. Takhle und to jetzt das bestehende Gebäude wird hier mit diesem Sockel des Neubaus zu einem Guss zusammengefügt mhm. und dann der obere neue Museumsteil wird dann auch nach da hinaufgestellt. Mhm. No a takhle to celé vypadá, kdy ta nová jako litá část je prostě připojena k té staré části v jeden celek. Ja, und hier das große Fenster zur Stadt. A tady je to velké okno do města, které jste viděli z druhé strany. Man sieht es auch jetzt hier, hier sind wir bei der Topographie des Terras. Man kann schon von weitem sehen, wie sich das Museum öffnet eben zur Stadt über diese zwei großen Fenster. Tady vidíte právě topografii teroru z toho místa, kde sídlilo Gestapo. A teď tam vidíte okna v té budově, kterými se ta budova otevírá do města. Wunderbar. Dann sind wir schon beim letzten Projekt. A teď jsme u posledního projektu. Eigentlich unser neuestes Projekt und ich glaube unser wichtigstes Projekt der Gegenwart. Je to náš nejnovější projekt a také nejdůležitější projekt současnosti. Auch das war ein europaweiter internationaler Wettbewerb, also ein europaweiter Wettbewerb. I zde se jednalo o celoevropskou soutěž. Wir sind hier in Krems, hier ist die wunderschöne Altstadt von Krems in Niederösterreich. Jsme teď v Kremsu a na tuto stranu se rozprostírá krásné staré město v Dolním Rakousku, v Kremsu. Und jetzt gibt es in Krems schon die Kunsthalle, dann gibt es das Karikaturmuseum von Gustav Peichl. Tady je hala umění a muzeum karikatury. Und die Idee war jetzt, hier eine neue Galerie Niederösterreich, heißt die, zu bauen, um alle wichtigen Kunstgegenstände von Niederösterreich nach Krems zu bringen, um Krems zur Kulturhauptstadt zu machen, wenn man so will. A záměrem bylo tady zbudovat novou galerii, kam by byla převezená nejdůležitější umělecká díla z Dolního Rakouska, aby se Krems stal hlavním městem umění Dolního Rakouska. Ganz nebenbei, aber das ist Stein, das gefährlichste Gefängnis in Österreich. Tady je Stein, to je nejnebezpečnější vězení Německa, to je jenom tak. Ja, aber das ist nur am Rande. Poznámka na okraj. Und jetzt ist hier die Donau und die Anlegestelle der Donau. Tady je Dunaj s kotvištěm. Die Idee des Landes Niederösterreich oder der Auslober war, hier ein Museum zu bauen und hier von der Donau eine Brücke in das Museum zu bauen. A záměrem bylo tady zřídit, postavit to muzeum a od Dunaje most, po kterém bych se k muzeu přicházelo. Wir haben diesen Wunsch nicht berücksichtigt, weil er falsch war. My jsme to přání nerespektovali, protože se nám nezdálo. Aber wir haben verstanden, was sie damit wollten. Prostě jsme ho neschledali správným, ale pochopili jsme, čeho tím chce zákazník dosáhnout. Sie wollten nämlich, weil hier die Donau ist und dann da unten ist die Wachau und sie ist Weltkulturerbe und jetzt wollten sie mit dieser neuen Galerie hinzeigen zum Weltkulturerbe Wachau. Tam dole se nachází Wachau, což je součást světového kulturního dědictví, takže oni vlastně chtěli tím mostem na toto dědictví upozornit. Und dann haben wir gewusst, jetzt müssen wir ein Museum bauen, das diese Geste auch zeigt. A my jsme věděli, že musíme postavit muzeum, které dá prostě, které bude tímto způsobem odkazovat na to kulturní dědictví. Und jetzt haben wir immer dieses Museum entwickelt, das besteht eigentlich aus ausschließlich quadratischen Grundrissen. Takže jsme postavili muzeum, které se stává z výlučně kvadratických půdorysů. Aber das Spezielle ist, die unterste Ebene steht mit ihrem, wir sagen immer Fußabdruck, das ist so wie ein Abdruck im Schnee, in der Landschaft. Das Museum steht mit dem quadratischen Fußabdruck in der Struktur der Altstadt. Also
To muzeum stojí vlastně na kvadratickém otisku stopy ve starém městě. Genau. Und die oberste Ebene ist ein etwas kleineres Quadrat und das ist um diesen Punkt. Nejhořejší úroveň je o něco menší kvadrát. Ja, und das ist um diesen Punkt verdreht. A je o tento bod otočeno. Ja, genau. Und zeigt jetzt genau okolo hin, toho bodu. Zeigt jetzt hin zum Weltkulturerbe hier, wo diese Brücke gewünscht war. Je tedy okolo toho bodu otočeno a ukazuje právě na to kulturní dědictví, ke kterému měl vést nebo směřovat ten původně zamýšlený most. Also haben wir eigentlich eine symbolische Brücke geschlagen mit dieser Verdrehung. Takže my jsme tím po otočením tak nějak naznačili takový symbolický most. Das Ganze schaut jetzt so aus. Es beginnt unten im Erdgeschoss in eben der Stadtstruktur mit ersten Ausstellungsräumen, Shop, Kasse, wie man es erkennt von Museen. Celé to vypadá takto. Tady vidíte právě to nejdolnější poschodí přízemí, kde vlastně je pokladna a nějaké takové to další zázemí a je to kvadrát, tedy čtvrt obdélník. Oh, genau, dann kommen diese drei Ausstellungsebenen. Es ist ein Dunkelmuseum ohne Fenster. Je to tmavé muzeum bez oken. Diese drehen sich jetzt leicht Richtung Weltkulturerbe. A ta poschodí Drei Obergeschosse, ja. Vier Geschosse gesamt. Tři horní poschodí, celkem tedy čtyři s tím, s tou spodní částí, se vlastně otáčejí a ukazují směrem na světové kulturní dědictví. Und ganz oben gibt es dann jetzt noch einmal einen kleinen Einschnitt, so wie ein Hof, wie eine Terrasse auf der obersten Ebene. Nahoře se ještě nachází takový malý zářez jako terasa na té nejhořejší úrovni. Eben um diesen Blick dann in die Wachau zu haben, zum Stift Göttweig. Aby návštěvníkům nabídl pohled na Wachau, na Stift Göttweig. Genau. Und das Schöne ist, dieser Einschnitt, dieser quadratische, der ist dann wieder parallel zu der Grundfläche, wo wir gestartet sind. A ten zářez vlastně je paralelní k té ploše původní, nejspodnější, kde to začalo. Und das gibt dann sehr schöne Verschneidungen, sehr schöne Formen. A existují tam velmi hezké formy nebo zářezy. Man sieht jetzt eben Plochy, které se prolínají. Ja, genau. Das ist jetzt wieder dieses Karikaturmuseum von Gustav Peichel, einem sehr berühmten Architekten bei uns. Tady je, vidíte muzeum karikatury Gustava Peichla, je to velmi známý architekt rakouský. Und hier sieht man eben wie durch diese Verdrehung das Gebäude sehr dynamisch wirkt. A tady vidíte, jak tím pootočením budova působí velmi dynamicky. Das sind jetzt die Ansichten. Toto jsou pohledy. Das ist jetzt eben diese sich verdrehende Form. Hier oben die eingeschnittene Terrasse. Ta otáčející se forma a nahoře ta zaříznutá terasa. Ja, hier gibt es dann ein kleines, wir sagen Stadtfenster dazu. Durch diese Verschneidung dieser zwei quadratischen Flächen ergibt sich hier noch ein kleines dreieckiges Fenster hin zur Altstadt. A jsou to dvě kvadratické plochy. Zaříznuté do sebe a tady vidíte malé trojuhelníkovité okénko směrem do historické části města. Und nach außen zum Stadtraum geöffnet ist nur das Erdgeschoss über diese großen Bögen. A muzeum je otevřeno směrem do města takovými velkými oblouky. Das Ganze schaut jetzt so noch mal aus in einer Baumassenstudie. Tohle je studie stavební podstaty. Hier sieht man eben sehr schön, wie, jetzt muss ich selber schauen, ja, über diese Achse ist das Quadrat verdreht und darum neigt sich das Gebäude so eben hin, dreht sich hin zum Weltkulturerbe. Přes tuto osu se ta budova, okolo této osy se ta budova točí a potom ukazuje směrem na ke světovému kulturnímu dědictví. Ja. Das ist jetzt eben diese Mittelachse. To je ta střední osa. Und von hier sieht man dann in die Wachau. A odsud potom je vidět Wachau. So schaut's aus aus dem Stadtraum. Tady takhle to vypadá z prostoru města. Unten diese verglasten Bögen. Dole se nacházejí zas prosklené oblouky. Damit dass diese Eingangsebene ganz transparent und offen wird.
aby ten vstupní prostor vypadal transparentně a otevřeně. Und jetzt sieht man auch wieder diese Verdrehung eben hin, da vorne ist die Donau und die Wachau und eben diese Verdrehung dieses Baukörpers. Tady zase vidíte po otočení toho stavebního tělesa té budovy a vpravo potom se nachází dále Dunaj a Wachau. Und so schaut es dann aus, wenn man halt näher hinkommt, jetzt eben diese dynamische Form, unten diese Bögen und hier oben diese eingeschnittene Terrasse. Takhle to vypadá, když přijdete blíže, dole ty oblouky, dynamická forma a nahoře zaříznutá terasa. Und das Ganze wird zwar im Beton gebaut, wird dann aber überzogen mit einem so einem schimmernden Schuppenkleid, wie so eine Ritterrüstung. Celé je to přetaženo takovým jako šupinovitým povrchem, je to něco jako rytířské brnění. Und zum Abschluss jetzt eben diese Terrasse mit diesem kleinen Stadtfenster und dann hier dieser Blick über die Donau in die Wachau zum Stiftgärtweg. No, tady vidíte terasu s tím malým trojúhelníkovitým oknem na pravé straně a vlevo výhled na Wachau. Vielen Dank. Děkuji vám za pozornost. Danke. Es hat nur eine so raue Oberfläche, eine grobe Oberfläche, ja. wie Stein. Aha. Das war die Idee. Ja. Takže ten povrch je taky umělej, jako jo. Takže ten povrch je taky umělej, jo. Kde? Ten na tom, na té lyžařské chatě, nebo? Ne, ten právě, že není, to celý beton a je to obouchaný jako ručně. Yes. To není umělej, to je betonový a je to ručně udělaný, že to also vypadá jako šuter. Beton und es sieht aus wie Stein, weil es manuell... Genau, ganz genau, ganz genau. Das war die Idee. Mit Hammer. Genau. Und dann hat auch der Bauherr, der Client, ja gesagt. Das war etwas kompliziert. Ja, für mich ist es kompliziert. Also er hat das erklärt, eigentlich, dass es also irgendwie gehammert wurde. Genau. Ja? Also in richtigen Naturschutzgebieten ist es auch bei uns nahezu möglich, irgendwas Spezielles zu bauen. Aber jetzt diese sehr schönen Landschaftsräume sind nicht wirklich geschützt. Wissen Sie, was ich meine? Also es sind keine speziellen Naturschutzgebiete. Aber Sie haben recht, auch vor 30 Jahren wäre das bei uns auch nicht gegangen. Mittlerweile ist es so, dass wir eine sehr liberale, eine sehr offene, architekturverständliche Behörden auch haben. Also die Gemeinden, die Städte, die Behörden, die wollen Architektur, die haben Verständnis für Architektur. Soll ich mal aufhören?
Máme na Havajta. Ta otázka zněla tedy, jestli je možné vlastně, nebo jak to, že je možné tam postavit obrovit nějakou jako plochou střechou v Rakousku. A pan odpovídá, že tak zhruba před 30 lety to asi tak možné nebylo, ale vlastně tady se nejednalo o nějakou přísně chráněnou oblast s, asi tam jak stavěli, a že mezi tím ty úřady, že jsou tam lidé, kteří jsou architektuře nakloněni. Aber es ist jetzt einfach so, nicht überall bei uns im Land, aber fast überall wird nicht ein Projekt beurteilt nach, sage ich mal, althergebrachten Gebräuchen oder Erkenntnissen, sondern es wird jedes Projekt auf seine Qualität hin beurteilt für den Ort oder für die Situation. A ten každý ten projekt je posuzován podle kvality a přínosu pro tu určitou lokalitu a v nějakém kontextu situace, každý jednotlivě, takže nejsou to prostě nějak, nelpí na těch starých tradicích. Aber das gibt es vielleicht seit 15-20 Jahren, nicht länger. Ale to, takováto situace je u nás zhruba tak v posledních 15 až 20 letech. Sagt zu ihrem Haus, dass er eigentlich ziemlich modern ist in dem konservativen Milieu oder in dem konservativen Dorf. Also was haben die Einwohner des Dorfes dazu gesagt? Vom ersten Haus oder vom Turm? Jako myslíte k tomu obytnému domu s tou věží teda? Zum Wohnhaus mit dem Turm. Also das Wohnhaus ist ja schon aus dem Jahre 1992. Da waren sie noch, ja, sage ich mal, verhalten oder noch wie soll ich sagen, ängstlicher, was da auf sie zukommt. No, tak trošku se báli ti obyvatelé u toho domu, co se tam objeví v roce, že je z roku 92. Měli tenkrát měli víc strachu, víc obav? Ja, beim Turm waren sie es dann schon gewohnt, dass da was anderes kommt. A u té věže to už jako byli zvyklí, že prostě se tam objeví něco jiného. Und das Wichtigste ist, wir haben es vom ersten Tag schon bevor es gebaut wurde Mädchenturm genannt und daher lieben es alle. No a my jsme, důležité bylo, že my jsme od toho prvního okamžiku tomu říkali té budově dívčí věž a proto to vzbudilo sympatie a všichni mají rádi. Also wie Rapunzel. Jeder denkt an Rapunzel. Jak každý si představí Rapunzel, což je vlastně pohádka od bratří Grimmů, kdy ta Rapunzel taky byla zavřená ve věži, kam nevedly ty dveře, a on potom tam ten rytíř šplhal po těch jejich vlasech, že jo, do té věže. Über diese Änderung, wie zu den Problemen brachte.
Schwierige Frage. Tak to je těžká otázka. Ich glaube, es ist genau das, was Michael gesagt hat. Die Baukünstler, man hat sie so genannt, weil sie wollten gar nicht mehr bei der Architektenkammer dabei sein und durften sich deshalb nicht mehr Architekten nennen. Umělci stavební vlastně nechtěli zůstat v té architektonické komoře a proto už si také nemohli říkat architekti. Die haben wirklich in den 60er Jahren zum einen eine Revolte begonnen gegen das Kammersystem, gegen alles Althergebrachte. Und haben auch aber versucht, Architektur als Mehrwert für die Gesellschaft zu fast schon missionarisch zu vermitteln. Oni se snažili jednak jako přerušit vlastně nějaký komorový systém, ale chtěli prostě také zprostředkovat nový přístup k architektuře. Bylo uvedeno misionářský, prostě jí asi představit z nového úhlu pohledu. Ja, genau, ganz genau. Einfach der Mehrwert für die Gesellschaft, dass der erfahrbar wird. Jakou přidanou hodnotu architektura pro společnost představuje. To chtěli zdůraznit. Jeder profitiert von guter Architektur, nicht nur der drin wohnt. Im Idealfall. Vlastně v ideálním případě z té architektury profitují všichni, nejenom ti, kteří v tom objektu bydlí. Und von dem profitieren wir jetzt schon, wir sind schon die übernächste Generation und wir profitieren heute noch von dieser Revolte. A my ještě v současné době profitujeme z té revolty, i když jsme už ta generace jako po té následující generaci.